zu Hause alle Wohnungen dort und Kilometer weg, wie ich das sage. Yeah.
in der Reihenfolge haben sie gewonnen. Italien vor Deutschland, die Ukraine in den Finzen. Umgekehrt die Ukraine vor Deutschland und Italien in Rumänien. Ja, wir haben gesehen, dein Team heute, wer du abgegeben hast. Okay. Ist ein kleiner Gewinn, den du uns kaufst. Biathlon, Selina Gasparin vorne an der Spitze, sehen wir. Ja, Luis, du wirst uns genauestens jetzt informieren. Wir haben da drüben, das sieht man dort, nicht alles eingeblendet. Aber unser lebender Computer hält uns am Laufenden. Wir werden uns bemühen, alles zu überschauen. Natürlich beim ersten Schießen. Gleichzeitig und wir können nicht die Blicke überall haben, aber wir werden gleich sehen, wer als erster aufsteht, wer führt. Kann ich immer erinnern, Felgen 88, Toni Lengauer Stopfner für Österreich. Ja, ich führte nach der ersten Runde. Das war so. Ah, jetzt kommt sie dann gleich schon rein. Geht schon aus der Spitze, aus der Schweiz. Selina. Yeah.
Gasparin hat einen Motor, das gibt's ja gar nicht. Das ist unglaublich. Die Rampe geht wieder runter hier. Jetzt ist sie schon wieder in Abfahrt. Vorbei draußen. Katharina Hathaway. Walking on Nutsche. Ein Glaublich. Hier noch Party. Antholz. Schaffte der Damen. Da geht's aufwärts. Katharina Gasparin hat den vierten Turbo gezündet. Unglaublich. Und natürlich der zweite Rennen von gestern gibt enorme Motivation. Ja, da sieht man die Kolleginnen kaum mehr zu halten, schon bereits in der Start. Auf ihren Einsatz. Tschechien, Polen warten. Aber die sind im Zufall. Das ist ja ein Rennen.
ist natürlich für die Weltmeisterschaft in Antholz zum insgesamt vierten Mal stattfindet. Ein großes Herz. Yeah!
natürlich, das prägt aus. Vor so einer Kulisse. Und da vorne laufen sie ein bisschen taktisch. Sie schauen sich an, ja. Für du ein bisschen, dann führe ich ein wenig. Also. Mach du das mal? Ja. Du da. Mach mein Lied, oder? So ist es dann. Nein, aber Morena. Ich würde schon müde werden, wenn ich nur aufwärmen ein bisschen. Und für unsere deutschen Freunde, mir die aufgeholt. Oh yeah. So, Urwein, jetzt müssen wir die Fahnen sehen und die Stimmung draußen. Wahnsinnskulisse, auf da draußen. Unglaublich viele Zuschauer in diesem Jahr in Antholz. WM-würdig. Absolut. Wollen wir mal sagen. Ich glaube, deine Russen sind da draußen schon. Die ganzen Fahnen. Ja, der Hohenheim. Naja, und die Tschechen natürlich auch, die Bayern jetzt. Denn Lucie Schardatova ist vorne mit dabei, zusammen mit Veronika Nonkowska und der führenden Valja Valentina Semerenko. Achtung, Achtung, Stadion. Die Damen kommen in wenigen Augenblicken ins Stadion herein. Schon wieder feiern. Und wir wollen es nicht verschreien, aber bis jetzt gab es noch keine Strafrunde. So soll es auch bleiben und der Applaus brandet in diesem Moment. Ukraine am liebsten Polen, den Czech Republic. Thank you.
Athletin 3. In terza fazione l'Italia presenterà Federica Sanfilippo, ragazza di Ridanna. Vi prevediamo pronta anche col 7 12 per la Svizzera Irene Caduri. Ja, haben wir gehört, San Filippo für die Italienerinnen. Dann haben wir Abrauma mit der Nummer 2, also für die Ukraine. Dann ist es eigentlich die nächste Polen mit. Polen schickt Monika Heunisch ins Rennen, aber Polen 4 Strafpunkte. Ja, das war natürlich ein Hammer für die Mannschaft, die vorhin sogar einmal geführt hatte. Alles in der Rennung. Wir sind Thomas mittlerweile rausgeholt. Jetzt die Athleten. Letzten paar Minuten hier. 10 Sekunden. Aufgerichtet. Thank you.
ist wieder unten. Ja, das wäre schön. Einmal halt. Yeah!
now the France team, the team from France, and together with Belarus and Ukraine. Die Olga Kosturaro war bis zu noch enden, das kommt gerade erst jetzt. Hier vom Start. Sie wird dann am Schluss im Einsatz sein. Wie auch Dorothea. Vierer. Ganz einfach. Den besten Wettkampf ihres Lebens geliefert hat.
times. Ja, mein Gott. Man kann nicht alles haben. Katharina Jurlova, gestern hat sie uns verraten, sie wird jetzt auch ein Gedicht über Antholz schreiben. Poetisch wird es werden. Die Pfeifen, das ist unglaublich, diese Leistungen. Während die Nummer 17 hier bei uns erst hinausläuft. Ja, das ist nach wie vor Gaslava Stojanova für die Bulgarien. Eine weite Reise. Frankreich. Die russische Frau, die schon die Strecke sich schlagen,
3 Minuten Rückstand. Wer war es denn für uns hier noch? USA, Bulgarien und Estland. Und meine Damen und Herren, jetzt Bulgarien hat USA überholt. Bravo, raus geht's. United States of America.
Die Motivation für die Österreicherin. Fabienne Anträger. Und da wird angefeuert die Nummer 14. Immer
hier auf Frankreich und kaum mehr zu bieten sein. Und dann sieht man sich, da kommt die Dorothea Viera. Ah, aber ganz lange Geschichte, ganz spannende Sache. In Kürze kommt dann bereits die Siegerin. Schau, wie sie angefeuert wird. Letztes Rennen hier in Antholz für die Damen. Und das ist natürlich wichtig. Man möchte abschneiden, gut abschneiden. Sind die Rollerrena. Schau mir die französischen Trainer an. Ja, sehr schön, die haben gewonnen. Jetzt zu ihr.
unglaublich. Keiner zu uns kommt draußen, Spielboden aus dem Rennen genommen wegen der Überholung. Es ist Estland, Litauen, USA und Rumänien, aber unterwegs noch Kanada, Bulgarien und Österreich. Frankreich gewinnt also hier. Große, große Freude. Aber was war das für ein Finish, der dort hier wieder ist? Jawohl, also. Sie hat bis zuletzt dran geglaubt, und es wären drei Podeste in drei Tagen gewesen. Es hat mich sehr gefreut. Transberger, an der Seite Magda Stocker.